Ja, schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch heute etwas über Sensornetzwerke mit LoRaWAN. Genau, warum eigentlich Sensornetzwerke? Wir sind ja hier bei Jugendhack 2019 mit Code die Umwelt verbessern. Was kann man denn in der Umwelt so mit Sensornetzwerken machen? Naja, erneuerbare Energieparks, die sind meistens so verteilt über große Flächen. Und wenn man zum Beispiel so Windparks hat, dann hätte man natürlich gerne irgendwie Daten von all diesen Windrädern, damit man weiß, funktionieren die, welche Leistung haben die gerade und so. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man irgendwie ein großflächiges Netzwerk von Sensoren hat. Ein anderes Beispiel wäre bedrohte Tierarten, wenn man die irgendwie in der Wildnis beobachten will und gucken will, leben die noch, geht es denen gut, dann will man da irgendwie vielleicht Sensoren dran packen, um die so beobachten zu können. Wenn man jetzt diese beiden Beispiele sich anguckt, dann muss man sich überlegen, was müssen diese Sensoren eigentlich können? Naja, die müssen über weite Entfernungen logischerweise funktionieren, denn das war die Idee ursprünglich dahinter. Und sie sollten auch, wenn möglich, lange laufen können, weil wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Rhinoceros so einen Sensor klebt, dann möchte man nicht alle 2 Wochen mit dem Hubschrauber hinterherlaufen und das ja, quasi irgendwie betäuben und dann die Batterie wechseln oder so. Wäre ein bisschen blöd. Also kann man sich überlegen, okay, wie verbindet man die Dinger denn? Was gibt es da schon? WLAN, das kennt man ja von zu Hause. Und wenn man zu Hause aus der Haustür rausgeht, dann hat man meistens schon keinen Empfang mehr. Also für die Wildnis zum Beispiel wäre das jetzt irgendwie blöd, weil dann müsste man ja irgendwie alle 300 Meter so einen Access Point aufstellen und dann hat man schnell so den halben Kontinent vollgepflastert mit Access Points. Das ist ziemlich teuer. Dann gibt es Handys, das ist natürlich da kann man weiter irgendwie kommen, aber ihr kennt es vielleicht von euren Smartphones, die müsst ihr eigentlich einmal am Tag laden oder wenn ihr Glück habt, so alle 2, 3 Tage, aber in jedem Fall verbrauchen die sehr viel Strom, unter anderem eben, weil der Mobilfunk so viel Strom verbraucht. Also, wie lösen wir das Problem mit LoRa-Geräten. Okay, was ist dieses LoRa? Das ist eine Modulationstechnik, die man mit so kleinen Chips, ich kann mal gucken, ja, so, also das hier ist so ein Mikrocontroller und auf dem Mikrocontroller ist so ein kleiner Chip draufgebaut und das ist der LoRa-Chip. Genau, und dieser LoRa-Chip, der macht Modulation. Was ist Modulation? Das ist die Idee, dass man mit quasi der Veränderung von Funkwellen Informationen überträgt. Denn Funk wandert ja durch die Luft und wenn man da quasi dadurch, dass man die Sachen verändert, irgendwie Informationen übertragen kann, ist das ganz praktisch. Da muss man nämlich keine Kabel legen. So, und diese Modulation sagt quasi, wie verändere ich diese Funkwellen? Und da hatte man verschiedene Ideen. So eine ganz bekannte Idee sind zum Beispiel die Morse-Codes. Da macht man die Modulation einfach nur in der Form, dass man das Signal an- und ausschaltet und das klingt dann eben lang oder kurz. Das heißt, wenn man jetzt diese Funkwellen quasi umwandeln würde in Ton, dann würde das klingen so, zum Beispiel, wenn man hier jetzt die Nachricht Alpaka schicken würde, wäre es irgendwie düt, 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 düt und so weiter und so fort. Also ne, dieses Geräusch kennt man sicher. Und LoRa hat ein bisschen anderes Konzept, das quasi nicht nur mit dem An-Aus arbeitet, sondern mit sogenannten Chirps, also so Gezwitscher könnte man das nennen. Und da ist die Idee eben, dass man die Tonhöhe verändert in einem bestimmten Bereich und dass man durch den Wechsel dieser Gezwitscher-Nachrichten quasi das Ganze verarbeitet. Also eine LoRa-Nachricht würde dementsprechend ungefähr so klingen. Also so ungefähr, wenn man das jetzt in Ton übertragen würde. Also ist ein bisschen komplexer. Was bringt das einem, dass man jetzt das einfach noch komplizierter macht? Naja, das ist cool, weil es hat eine hohe Reichweite dadurch. Also man kommt wesentlich weiter und dadurch, dass es über verschiedene Tonhöhen, also Frequenzen geht, hat es weniger Probleme mit so natürlichen Störungen und man kann es einfach besser empfangen und kommt ja einfach weiter, ohne irgendwelche Signalstörungen zu haben.
Was nicht so cool an LoRa ist, ist, dass es proprietär ist. Also diese Modulationstechnik gehört Semtec und die sind die einzigen, die aktuell diese Chips verkaufen dürfen, die diese LoRa-Modulation können. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Und was auch nicht so cool ist, es hat geringere Datenraten. Es ist so im Kilobit-Bereich, das ist aber für Sensoren kein Problem. Man kann da jetzt vielleicht keine 4K-Videos mit empfangen, aber wenn man nur irgendwelche Daten haben will, wie zum Beispiel, welche Körpertemperatur hat gerade das Rhinoceros oder so, dann reicht das. So, also wir haben jetzt diese LoRa-Technologie, mit der man irgendwie weiterkommt. Wie machen wir daraus ein Sensornetz? Da haben wir jetzt diese Endgeräte, da. Das sind quasi diese kleinen Mikrocontroller, die ich schon gezeigt habe. Die haben eben diesen LoRa-Chips und da können sie eben LoRa-Nachrichten senden. Und die werden dann von einer Basisstation empfangen, die man auch als Gateways nennt. Die haben auch so einen LoRa-Chip und können die dann eben empfangen. Und dann schicken all diese Basisstationen ihre Nachrichten an den einen Netzwerkserver, der quasi der zentrale Knoten des Netzwerks ist. Und der erkennt dann, okay, welches Gerät gehört zu welchem Anwender, also zu welcher Anwendung. Die einen wollen vielleicht Rhinoceros beobachten, die anderen wollen ihren Windpark irgendwie überwachen und schickt dann eben dementsprechend diese Informationen zu den unterschiedlichen Anwendungsservern hin, je nachdem, was man mit den Daten machen will. Und die schicken dann ihre Antwort quasi, also was das Gerät dann vielleicht darauf machen soll, wenn es was machen soll, ansonsten schicken sie halt nichts, wieder zurück an den Netzwerkserver. Der Netzwerkserver schickt es wieder zu der jeweiligen Basisstation und die dann über LoRa wieder zum Endgerät. Genau, die Verbindung hier, das kann übrigens alles Mögliche sein, das kann Kabel sein, man kann das auch per Mobilfunk machen. Diese ganzen Sachen hier sind nämlich alle quasi mit Strom versorgt und nur die Endgeräte, die laufen dann zum Beispiel auf Batterie. So, LoRaWAN ist ein bisschen cooler in dem Sinne als LoRa, auch wenn es natürlich auf LoRa aufbaut, denn es ist ein offener Standard, da kann man also reingucken, wie man das machen soll, kann von vielen verschiedenen Menschen implementiert werden. Und ich habe da einen Schreibfehler, aber egal. Und es hat einen geringen Energieverbrauch. Warum? Wenn man sich das nochmal anguckt, diese Nachrichten, also das, was eigentlich der Energieverbrauch bei so Endgeräten ausmacht, ist, dass die halt permanent hören müssen, hey, kriege ich gerade Nachrichten und so, und dann haben die ihre ganze Senderelektronik an und es verbraucht viel Strom. Und im Normalfall macht LoRaWAN es so, dass das Endgerät einfach nur seine Senderelektronik anmacht, wenn es Daten schicken will und dann halt noch ein paar Sekündchen wartet, ob eine Antwort zurückkommt und ansonsten einfach die Senderelektronik wieder ausmacht, dann kann es zwar nichts empfangen, aber dadurch spart es auch Strom. Und da so Sensoren eigentlich in regelmäßigen Abständen senden, ist das nicht so schlimm. Da kann man jetzt keine super krassen Echtzeitanwendungen mitmachen, aber wie gesagt, wenn man einfach nur regelmäßig Daten will und ab und zu mal was konfigurieren, dann ist das voll okay. Und dann kann so ein Sensor schon mal irgendwie 10 Jahre durchhalten auf so einer Batterie, wenn es gut läuft. Genau. Und das Schöne ist eben, jeder kann sich so ein eigenes LoRaWAN selber bauen, weil da gibt es eine Menge Open-Source-Software, mit der man halt diese Gateways, also diese Basisstationen und die Netzwerk- und Anwendungsserver zusammenklicken kann. Aber das ist natürlich trotzdem ein bisschen aufwendig, das alles zu machen. Und deswegen kann man sich es auch einfacher machen. Wenn man nämlich so ein LoRa-Gerät hat, kann man das einfach in so ein öffentliches LoRaWAN reinhängen, was zur Verfügung ist. Da gibt es zum Beispiel das The Things Network. Das hat von der Idee so ein ganz bisschen was wie Freifunk. Also es ist natürlich nichts mit so Vernetzung von Netzwerkservern so direkt. Aber die Idee dahinter ist einfach, wir helfen gemeinsam uns gegenseitig so eine LoRaWAN-Infrastruktur weltweit aufzubauen und können dann unsere eigenen Geräte registrieren, unsere eigenen Chips oder halt genau, selber mithelfen, die Abdeckung zu vergrößern. So, und da habe ich jetzt mal die Webseite vom Things Network aufgerufen und die haben hier so eine coole Karte, da kann man sehen, wo gibt es da gerade solche Basisstationen. Und wir sind ja hier oben in Warnemünde, da irgendwo. Und wenn wir jetzt mal runter gucken, da habe ich jetzt nämlich vorhin geguckt und
Wo sind wir? Doch, ja. Und hier unten, da ist ein Gateway in Rostock. Und wenn man jetzt mal hier guckt auf die Skala, das sind so 2 Kilometer. LoRaWAN kann ganz, also ist ganz unterschiedlich, wie weit man damit kommt. In den städtischen Regionen ist das meistens so um die 2 Kilometer. Das heißt, so in ungefähr diesem Umkreis könnten wir das sinnvoll einsetzen. Vielleicht hier, da sind so ein paar Wiesen, da geht es vielleicht ein bisschen weiter. Also muss man natürlich immer im Detail in der Realität gucken. Aber auf dem Land kann das schon mal 10 Kilometer oder sogar noch mehr sein. Genau. So, und wenn ich da jetzt mein Endgerät registrieren will, dann ist das ganz einfach. Dann klicke ich mich hier in einen kostenlosen Account. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und kann hier entweder sagen, ich möchte hier so ein Gateway registrieren, so eine Basisstation. Die würde dann hier auch irgendwo auftauchen und würde quasi anderen Leuten Empfang bereitstellen. Oder aber ich sage, ich möchte ein eigenes Endgerät registrieren. Dazu brauche ich so eine Applikation, die kriegt dann noch so einen Verschlüsselungskey, weil LoRaWAN auch eingebaute Verschlüsselung hat. Die Application-ID, da sagen wir jetzt mal Jugendhakt 19 Rostock. Erlaubt er das? Ja, er erlaubt das. Registriere das, dann habe ich hier meine Applikation und dann kann ich hier ein neues Device einbauen. Das kriegt dann so eine Adresse, die lasse ich jetzt mal registrieren und nenne das einfach Vortragsgerät. So. Genau. Und dann klicke ich auf Register. Zack. Und dann habe ich hier das fertig registriert und könnte damit jetzt mit einem Gerät quasi Sachen überall an allen Bereichen, wo ich eben von so Netzwerken, von so Basisstationen abgedeckt bin, empfangen und würde die dann hier über meine Applikation bekommen. Wo haben wir sie? Da. Und könnte dann eben hier unten irgendwo, genau mit diesem Access Key, könnte ich mir quasi diese Daten dann abgreifen. War jetzt ein sehr schneller Einstieg, das war wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, aber so ist eigentlich relativ simpel, wenn man das mal dann tatsächlich praktisch ausprobiert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben, was man damit machen kann und dass das gar nicht so schwer ist und ganz cool zum Basteln ist. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja, habt ihr Fragen? Kannst du noch mal auf der Karte das Gateway zeigen? Ja, Moment. Aha, da. Ha, ja. Ja. Wie weit soll ich denn reinzoomen? Noch okay. Ja? Was für Beispielanwendungen hast du irgendwie am Laufen? Was für Daten erhebst du irgendwie? Ich habe das ist ein bisschen traurig zu sagen, ich habe das tatsächlich noch nie für produktive Zwecke verwendet. Sondern was ich gemacht habe, ist, ich habe in der Seminararbeit und in der Bachelorarbeit ein bisschen mit der IT-Sicherheit von diesen Geräten rumgespielt, also beziehungsweise nicht direkt mit den Geräten, sondern ich habe mir einmal die Basisstation angeguckt und da ein kleines Paper geschrieben, wo ich so ein bisschen auf eine bestimmte Software eingegangen bin, die quasi eher so Proof-of-Concept-mäßig gemacht wurde, aber dann am Ende sehr weit produktiv eingesetzt wurde und deren Sicherheit, naja, also das wurde nicht konzipiert, um sicher zu sein, das hatte ein bisschen Probleme. Und ich habe mir die Netzwerkserver angeguckt und dafür ein kleines Fuzzing-Tool geschrieben. Ja, also ich kann vielleicht dazu sagen, was ich gerne damit mal machen möchte. Ich weiß nicht, wie komplex das ist, aber was ich mir gedacht habe, wo das total cool wäre, wäre Live-Daten zu haben, wo gerade wie viele Insekten rumlaufen. Das fände ich ziemlich praktisch, weil ja die Zahl der Leute, die Insekten zählen, abnimmt. Also darauf baut halt die Wissenschaft irgendwie im Bereich Ökologie auf. Das wäre, glaube ich, cool, wenn man da irgendwie flächendeckend Live-Datenmäßig irgendwie Insekten zählen könnte. Dafür würde sich das total eignen, aber so dieses, wie erkenne ich eigentlich, welches Insekt da
rumläuft. Das ist noch so ein bisschen schwierig, deswegen ist das, glaube ich, ein größerer Aufwand. Aber das finde ich cool. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, vielen Dank.